Ja, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, das ist die Auswärtsfahrt nach Braunlage. Gab es inzwischen noch ein Spiel? Die Moskitos mussten zu Hause gegen die Hamburger ran. Auch hier ein Arbeitssieg für die Moskitos 5:2. Keine Glanzleistung vor dem eigenen Publikum, aber auch hier das gleiche Prinzip, 3 Punkte, der Sieg zählt. Und dann ging es nach Braunlage. Ins tief verschneite Braunlage, muss man sagen. Im Harz hat es ordentlich geschneit. Eine herrliche Winterlandschaft, wie man auch hier sehen kann. Es ging an den Wurmberg in das offene Stadion. Und jeder, der mal dort war, der weiß zu dieser Jahreszeit, wie kalt es dort ist. Hier ein Blick von draußen in das Stadion hinein. Ja, und hier ein Blick auf das Probetraining. Peter Geiler möchte wohl diesen dynamischen Schlittschuhläufer in der nächsten Saison in sein Team einbauen. So munkelt man im Harz. Aber machen sich selber ein Bild. Und Sie sehen, die Moskitos kommen auf das Eis. Hinter dem Tor keine Plexiglasbande, sondern ein gespanntes Netz. Auch das ist eine Umstellung für Spieler, die Scheibe nicht hoch in die Bande spielen können, weil die Scheibe immer sofort nach unten fällt. Also leichte Umstellung auch gerade eben für die Verteidiger, die es sehr gewöhnt sind, die Scheibe in die lange Bande zu spielen, wenn sie klären wollen. Und es hatten sich wieder einige Unentwegte auf den Weg gemacht, nach Braunlage zu fahren. Wir sehen, dick eingepackt, bitterkalt im Stadion. Aber das tat der Stimmung natürlich keinen Abbruch. Ja, wie kamen die Moskitospieler mit dieser Situation klar? Braunlage sehr heimstark. Ja, und da war es direkt passiert. Der erste Angriff, André Grein, völlig frei. Aus gut 3 Metern bekommt er die Scheibe völlig frei vor dem Tor. Er lässt Kai Fischer im Tor keine Chance. Es sah ein wenig aus, als ob die Essener ein wenig eingefroren waren. Ja, und gleich die nächste Bewährungsprobe für Kai Fischer. 2 Minuten für Michael Rumrich nach Haken. Ja, und da gucken die 4 Moskitos zu, wie Steffen Zische die Scheibe bekommt. Er fährt vor das Tor, schiebt flach in die lange Ecke. Keine Chance für Kai Fischer. 2:0, bevor das Spiel überhaupt richtig für die Moskitos begonnen hatte. Das war schon sehr, sehr bitter. Auch nach 10 Minuten nichts Positives für die Moskitos zu vermelden. Hier ein Schuss von Marek Gajewski. Wieder verlieren die Essener die Scheibe. Jetzt mal ein Angriff, auch wieder abgefangen. Ja, und passiert. André Brodnik, das dritte Tor nach 10 Minuten.
Was war bloß mit den Moskitos los in diesem Spiel, mussten sich die mitgereisten Fans fragen. Da fuhr man ein bisschen in den Harz und ließ sich nach 10 Minuten von den braunen Lagern vorführen. Ja, auch hier sehen Sie, da passiert noch nicht sehr viel. Zwei riesengroße Chancen für Boris Fuchs. Einmal schlägt er über die Scheibe, einmal scheitert er an Corrado Mikalev, den ehemaligen NHL-Keeper in Diensten der Braunlager. Ja, aber auch die Braunlager machen Fehler, wie man hier sehen kann, aber in diesem Spiel, in dieser Phase des Spiels zumindest, konnte man diese Chance zunächst noch nicht ummünzen, aber im zweiten Anlauf wird die Scheibe abgefangen, hinter das Tor gespielt, Peter Dreisaal vor das Tor, zurück Christian Kohmann aus kürzester Distanz, kurzer Eck. Ah, die Verteidiger achten nicht auf Christian Kohmann, auch Mikalev kommt zu spät, durch die Schoner am kurzen Eck. 1:3, war das so etwas wie eine Signalwirkung für den Rest der Truppe? Ja, da bekommen sich Josef Seitz und Patrick Köpfchen in die Haare, kann man fast sagen. Kurze Auseinandersetzung, beide Spieler durften für 2 Minuten vom Eis. Ja, Lundmark scheitert hier an Kai Fischer. Ja, und ein sehr guter Pass auf Boris Fuchs, aber abseits erkennt der Linienrichter hier. Aber natürlich mögen es die Verteidiger gar nicht, wenn abgepfiffen ist und der Spieler schießt noch auf das Tor, wie in dem Fall schießt Boris Fuchs sogar noch nach. Das wird nicht gerne gesehen, aber die Sache ist sofort geklärt. Das Spiel läuft weiter. Und wieder Kai Fischer im Brennpunkt. Er hatte viel, viel Arbeit im ersten Drittel. Mehr als er gerne gehabt hätte. Und so geht es 3:1. Zum Glück nur 3:1 für die Braunlager in die erste Drittelpause. Ja, wer gedacht hätte, die Moskitos kommen besser in das zweite Drittel, der sah sich getäuscht, so wie man hier sehen kann. Schöner Alleingang. Kai Fischer muss wieder retten. Der Gegenseite. Nichts Zwingendes der Moskitos. Wieder ein Schuss von André Grein, der frei zum Schuss kommt. Ah, es darf nicht passieren. Moskitos sind nicht richtig bei der Sache. Auch hier Martin Menard, der wieder zwischen den beiden Fuchsbrüdern auflief. Ja, da sehen Sie selbst, liebe Zuschauer. Maurice Limay wird zum Torschießen eingeladen. André Grein bekommt die Scheibe hinter das Tor. Sie wird nur vor das Tor gespielt. Die Essener Verteidiger und Stürmer schauen zu. Gucken, was machen die Braunlager mit der Scheibe. Und es schlägt ein hinter Kai Fischer zum vierten Mal, 4:1. Zu diesem Zeitpunkt auch nicht unverdient, wie man als Fan in dieser Situation, glaube ich, auch sagen kann. Hier sehen Sie es wieder, Lundmark völlig frei durch die gesamte Abwehr der Essener. Auf der anderen Seite kann sich André Fuchs durchwurschteln. Menard bekommt die Scheibe, aber auch da wird nur ein unkontrollierter Rückpass, den Bodo Müller-Böning im neutralen Drill aufnehmen muss. Auch hier wieder die erste Reihe mit Menard und den Fuchsbrüdern. Boris Fuchs. Ja, und kein Problem für Mikalev, den Schuss von Boris Fuchs zu halten.
Ja, die Fuchsbrüder haben so ziemlich in dieser Saison mit jedem Mittelstürmer zusammengespielt, der in Essen aufgelaufen ist. In dieser Situation oder in dieser Phase der Saison mit Martin Menard zwischendurch, auch mit Erik Legros, mit Peter Dreisaitl, mit Josef Seitz. Und hier scheitert Josef Seitz, der inzwischen zwischen die beiden Füchse gerückt war. Ja, es war wenig erwärmend, was die Moskitos da spielten für die eigenen Fans. Hier mal eine Torchance durch Bedřich Čerban und Martin Menard, aber damit war Corrado Mikhailov an diesem Abend nicht zu bezwingen. Ja, und das war doch mal eine herausgespielte Chance. Andy Pokorny hat dort abgezogen. Ja, aber es fehlte der letztendliche Druck der Moskitos. Und Sie sehen, was passiert, wenn man nicht ordentlich Forechecking spielt. Kommen solche Situationen zustande. Die Verteidiger kommen zu einem freien Pass. Die eigenen Verteidiger passen nicht richtig auf hinten. So kommt Steffen Ziesche frei an die Scheibe. Läuft 1 gegen 0 auf Karl Fischer zu, lässt ihm keine Chance. Tunnelt ihn. 5 zu 1. Ja, Bodo Müller-Bönig als Kapitän auch mal nach vorne. Er fehlt natürlich jetzt hinten. Folgerichtig wieder eine Chance. Doch diesmal ist Kai Fischer da und kann die Scheibe abwehren. Ja, die Braunlager haben sehr clever gespielt. Nutzen sofort die Lücken aus in der Essener Abwehr. Der Essener versucht natürlich noch ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Hier Peter Dreisaitl. Ja, und die Essener Fans machen das Beste draus. Eine kleine Polonaise durch das Stadion. Wir sehen hier noch hinter dem Tor, dass dort der ganze Schnee aufgetürmt ist. Ja, es war bitterkalt. Es waren 9, 10, 11, vielleicht 12 Grad minus sogar. Die Braunlage hat noch nicht genug versucht, weiter nach vorne zu spielen. Das eröffnete den Essenern immer wieder Chancen, doch die scheiterten immer wieder an Corrado Mikhailov, den exzentrischen Torhüter der Braunlager. 55. Spielminute, endlich noch ein Tor. Thorsten Kienast beweist hier ein sehr gutes Auge, schiebt die Scheibe nicht Richtung Tor oder auf das Tor, sondern in Richtung Peter Dreisaitl, der stoppt die Scheibe, zieht sie herum und lässt Corrado Mikhailov keine Chance. Er macht sich zwar noch lang, aber er trifft zum zweiten Mal für die Moskitos an diesem Abend. Ja, und die Fans zählen. Es bleibt beim 5:2 für die Braunlager, die dieses Spiel auch gewinnen mussten, weil sie wollten sich unbedingt noch unter die ersten 8 platzieren, um in die Platzierungsrunde zu kommen, um nicht in die Abstiegsrunde zu rutschen. Wir sehen auch hier mit der Nummer 37, Ruzigala aus Iserlohn, noch während der laufenden Saison gekommen. Ja, das war die Vorrunde in der Bundesliga. Es gab noch 3 weitere Spiele danach. Die Essener mussten zu Hause gegen Iserlohn ran. Wir verloren das Spiel dort 2:3 nach Penalty-Schießen. Wir haben zu Hause noch Nordhorn geschlagen mit 4:3 und verloren am letzten Spieltag bei den Bären in Neuwied mit 4:3. Die Essener waren locker in der Platzierungsrunde als Erster eingezogen, bei Neuem als Zweiter
Düsseldorf als Dritter, Iserlohn als Vierter, Freiburg als Fünfter, Nordhorn als Sechster, die Braunlager noch reingerutscht. Ja, und als ganz dicke Überraschung als Achter der SC Rissersee, der am letzten Spieltag sein Spiel gewinnen konnte und die Tölzer am letzten Spieltag ihr Spiel verloren und somit Tölz den sicher geglaubten Platzierungsrundenplatz noch verlor und zu unserer Freude die Rissersee noch in die Platzierungsrunde rutschten. Ja. Wir vom Powerplay-Team hoffen, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und Sie schalten wieder ein, wenn wir Ihnen die Moskitos in der Platzierungsrunde der besten 8 Teams der Bundesliga präsentieren.